Heute geht es nicht nur ums Essen, es geht hier ums Zubehör und zwar geht es ums Messerschleifen. Genauer gesagt das Schleifen mit einem Schleifstein. Ja, wann brauchen wir so einen Stein? Wenn das Messer einfach so stumpf ist, wenn wir sagen, okay, der Stab reicht nicht mehr, das Abziehen reicht nicht mehr, wir haben hier wirklich Kanten drin, es ist so stumpf, dass hier nichts mehr geht, dann müssen wir einfach auf den Stein ausweichen. Wir haben hier einen Kombistein mit zwei verschiedenen Graden, einmal hier grobe Körnung und die feine Körnung, 1000 und 6000. Wir fangen natürlich hier an mit der groben Körnung. Den Stein haben wir gut gewässert, ungefähr 5 Minuten im Wasserbad gelagert. So, ich habe hier bei dem Stein ein Gummi drunter, dass quasi der Stein nicht verrutscht. Hier ist noch eine Holzfassung, auch mit einem Gummi drunter. Wenn man das auf den Tisch legt, passiert hier gar nichts mehr. Natürlich gibt es verschiedene Methoden, wie man das Messer schärfen kann. Wir nehmen jetzt hier einfach die Methode vom Scheibenwischer. Und zwar ist es wichtig, dass wir das Messer entgegen der Schliffkante schärfen. Das Gute ist, wir haben hier in dem Set einen Halter für das Messer, weil wir müssen ungefähr einen Winkel von 15 Grad einhalten. Mit dem Halter kein Problem. Das können wir einfach hinten aus dem Messer aufziehen und das Messer über den Stein gleiten lassen. So, das gleiche machen wir natürlich auch noch von der anderen Seite. Hier sehen wir, der Stein wurde schon ordentlich benutzt. Und jetzt kommt die feine Körnung. Und als nächstes kommt natürlich der Schärfetest. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen und wenn du jetzt auf der Suche bist nach so einem Schleifstein, kann ich dir den von ersteschmiede.de empfehlen.